Die Grundausrüstung beim Alpinklettern ist um einiges umfangreicher wie beim Sportklettern. Wir müssen mehr absichern, wir haben eine hochalpine Umgebung, da brauchen wir mehr an Bekleidung, wir brauchen einiges an Verpflegung und so hat man insgesamt ein Paket, das einfach größer ist. Beim Alpinklettern verwendet man Seile, die exzellent sind. Zum einen, weil sie top imprägniert sind, also nicht nur der Mantel imprägniert ist, sondern auch der Kern. Zum anderen müssen sie leicht sein und sie müssen wirklich gut gebaut sein. Das heißt, sie müssen auch Kantenstürze möglichst gut überstehen. Vom Seiltyp her unterscheidet man Einfachseile, die man also in Einfachstrang verwendet, und Halbseile. Da braucht es die Doppelseiltechnik dazu. Der Vorteil von Halbseilen ist, dass sie erstens bei einem Kantensturz mehr Arbeitungsvermögen haben und dass man beim Abseilen die doppelte Seillänge hat. Bei den Expressschlingen, da gibt es zwei Ausführungen, die normale Ausführung und die Alpinschlingen. Idealerweise mit zwei verschiedenen Karabinern ausgeführt, das heißt die bunten sind die seilseitigen Karabiner, die grauen sind die hakenseitigen Karabiner. Der Vorteil von dieser Alpine-Expressschlinge ist, dass man da aushängen kann, einhängt und eine verlängerbare Expressschlinge hat, die die Seilreibung herabsetzt. Ein Aspekt, der beim Alpinklettern extrem wichtig ist. In jedem Rucksack hat man eigentlich eine Notfallausrüstung dabei. Beim Alpinklettern sollte die natürlich vollständig sein. Beispielsweise die Erste-Hilfe-Ausrüstung ist da vollständig beieinander und der Vorteil ist, ich kann sie verwenden, auch im Hängenden, ohne dass mir alles rausfällt. Natürlich auch der Biwaksack und das Ganze verpackt in einem Rucksack, der mehrere Merkmale hat. Er muss schlank gebaut sein, dass er die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Er muss gut und eng am Rücken anliegen, damit man mit dem Schwerpunkt nicht weit nach außen kommt. Er soll über eine sinnvolle und gute Schnürung verfügen, sodass die vielen Sachen auch wirklich kompakt beisammen sind. Was eine besonders gute Idee ist, ist einen ganz leichten, kleinen Rucksack dabei zu haben, weil man natürlich bei längeren Touren das große Gepäck dann nicht so gern mitnimmt. Und da sind also diese ganz, ganz leichten Rucksäcke noch einmal ein wirklicher Vorteil, um Bekleidung, Getränk, Erste Hilfe und so weiter hineinzufüllen. Das andere hat man ja am Gurt, deshalb gibt es da auch kein Platzproblem.